Willkommen zurück auf Headshaker. Ich muss mich direkt bei euch entschuldigen, dass es so lange keine Videos auf unserem Kanal gab. Lag daran, dass Benny sich eine Verletzung auf einer Tour geholt hat, deswegen aussetzen musste. Und für mich gab es auch eine gewisse Sportpause. Und da ich ausgewandert bin in die Steiermark, nach Österreich, hat sich da einfach eine gewisse Pause eingeschoben. Jetzt machen wir wieder ein paar Touren. Und heute stelle ich euch direkt von meinem Balkon den Gamskögelgrat vor in der Steiermark. Eine leichte Klettertour im Triebener Tal hinten drin. Leider muss ich jetzt das Intro hier von meinem Balkon machen, weil ich unterwegs leider meine SD-Karte irgendwie formatieren musste. Bei der Gamskögelüberschreitung handelt es sich um eine alpine Klettermehrseillängentour, die halt hauptsächlich mit Gratcharakter sich im ersten und zweiten Grad befindet, doch an den einigen Wänden dann doch Dreier- bis sogar Viererstellen aufweist, je nachdem, wie man es klettert. Die Tour selbst startet am Parkplatz der Bergerhube, wo wir dann den Triebenbach immer weiter bergauf durch den Wald folgen, bis wir zum Mödringsalm kommen. Also hier sehen wir den Grat nochmal. Hier durch diese Amtmannscharte steigen wir auf, klettern hier auf den ersten Gipfel, dritten Grat, dann geht es hier runter. Gegenanstieg über die Zacken drüber und später kommen noch mal ein paar Dreierstellen, bevor es dann von hinten wieder runter geht. Hier könnte man sich überlegen, einfach den normalen Wanderweg weiter zu folgen zum Mödringkogel, was natürlich eine zusätzliche Zeit für die Gesamtunternehmung bedeuten könnte. Zeitsparender für die gesamte Klettertour wäre es, so wie wir es gemacht haben, dass man sich stattdessen ab der Mödringhalm den Weg sucht zur Amtmannscharte, wo man dann direkt zum Einstieg der Klettertour gelangt. Jetzt noch mal kurz zum Abzweig, den ihr nicht verpassen dürft, wenn ihr durch diese Rinne wollt. Hinter mir ist dieses rosane Schild. Wir sind hier in der Nähe von der Mödringalm und genau hier müsst ihr durch die Wiese hinten in das Waldstück rein und dann geht ihr hier. Ansonsten würde der Weg euch hier auf den Gipfel führen. Und so begeben wir uns auf den schwierigen Weg durch den Wald hinauf zur Amtmannscharte in das Geröllfeld. Die Gämse beobachten uns neugierig von ihren Klippen. Abseits des offiziellen Weges kann man Gehspuren durch dieses Geröllfeld nur erahnen. Es geht jetzt ziemlich steil hinauf, bis die Scharte immer näher rückt. So. Sehen wir mal die andere Seite. Aha, da ist der Gipfel schon. Rechts von uns sehen wir jetzt den Einstieg über die Südseite. Eine imposante Wand erhebt sich hier. Jetzt sind wir hier mitten in der Scharte zwischen den Bergen. Und direkt hinter mir geht dann südseitig der Grat los hoch Richtung Gamskogel. Da sind schon eine Gruppe vor uns, die haben wir erst in der Scharte entdeckt. Vorher waren die, die sind wahrscheinlich von der anderen Seite gekommen. Und ja, wir werden jetzt da starten. Es geht jetzt mit einer 3 plus ungefähr los. Danach wird es eher so 2er, 1er, ein bisschen Gehgelände und später noch mal ein paar Dreierstellen geben. Ja. Die erste Seillänge geht noch ganz gemütlich und man kann von einem Klebehaken aus sichern. Auf der zweiten wird es dann schon deutlich schwerer, daher in Kletterschuhen. Wenn man die 4 minus umgehen möchte, muss man sich rechts vom überhängenden Block halten. Das ist schon mehr als der Dreier. Aber es geht eigentlich. Nach dieser Partie gehen wir am laufenden Seil nun weiter, um etwas Zeit zu sparen. Trotzdem sichern wir regelmäßig mit Kyle und Friends ab.
oben am Grat wird die Wegfindung leicht schwieriger, aber immer noch sehr gut. Dabei bleibt das Blockwerk recht einfach zu überwinden. Am östlichen Gamskogel überblicken wir nun eindrucksvoll den Reitgrat und die restliche Überschreitung. Weiterhin am laufenden Seil geht's nun über teils schmalen Grat. Oft müssen Platten hier abgeklettert werden. Hier wird's mit der 3- dann doch nochmal etwas anspruchsvoller und luftiger. Daher hat der Grat wohl seinen Namen. Mensch, mein Grat. Am Abstieg durch eine Rinne gibt es sogar wieder ein paar Bohrhaken. Auf dem Grasweg wäre auch ein Notabstieg nach Süden denkbar. Jetzt geht's diesen wundervollen Turm weiter hinauf über eine weitere 3+. Der Grat verläuft weiter und schmäler und wir müssen eine glatte Platte abklettern. Mit eindrucksvollen Abgründen geht es nun auf mehr schrofigem Gelände über das Blockwerk zum Westgipfel. Ein letztes Mal hinauf. Hierbei ist eher die Wegfindung das größere Problem als die Kletterschwierigkeit. Noch
Einmal tänzelt man über einen handtuchbreiten Grat. Rechts sicher nicht. Hier auch sicher nicht. Es kann eigentlich nur hier gehen. Ja. Das letzte Stück zum Gipfel und zum Ausstieg. Also wir sind jetzt auf Nordgipfel. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 3,5 Stunden. 5 Minuten. Ja, echt geiles Gelände zum Klettern. Guter griffiger Fels. Kann man sehr, sehr gut gehen. Wir sind jetzt das letzte Stück auch komplett seilfrei gegangen. 1er-2er Gelände ging echt super. Ist halt nur an den Dreierstellen, wo man es halt mal dann gelegentlich bräuchte. Jetzt geht es noch 15 Minuten per Wanderweg rüber zum Hauptgipfel. Drüben kommt schon der Regen, in der Richtung. Wir wussten, dass er irgendwann am Nachmittag kommen wird, deswegen haben wir uns entsprechend beeilt und sind früh aufgebrochen. Wir sind jetzt halt nochmal absteigen, 1200 Höhenmeter vom Gamskogel. Wir haben uns ein bisschen verlaufen beim Zustieg, weil der Weg dann teilweise in diese Rinne nicht wirklich deutlich zu erkennen oder zu finden ist. Ist ja auch kein offizieller Weg. Haben wir ein bisschen Zeit verloren, deswegen haben wir für den Zustieg schon von Parkplatz aus ungefähr 3 Stunden gebraucht, bis zum Einstieg eigentlich. Über den Hirschensee steigen wir den Wanderweg folgend nach Norden nun wieder ab, zurück zur Mödringalm und zum Parkplatz am Berghube.